Huhuhuhu. Ich verstecke mich hier in der Ecke. Hier findet mich niemand. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, Leute. Ja, Leute. Wieso vergeht die Zeit heute so langsam? So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. The fuck? Oh Mann. Ja. Sorry, dass ich jetzt nicht direkt auf die Donation reagieren konnte. Weil ich einfach hier ein bisschen Panik schiebe. Okay, da muss ich weiter. Natürlich muss ich zu diesem geilen Brunnen. Wieso rennt der denn auch vor uns weg, dieser Vater Martin? Also offensichtlich... Diese Geräusche, ne? Das macht mir Angst. Ich glaube, wir müssen hier rein. Aber eigentlich möchte ich mich jetzt noch umgucken, ob hier vielleicht noch irgendwo Batterien sind. Weil ich immer hoffe, dass in irgendeiner Ecke jemand eine verloren hat. Oh, diese Regentropfen irritieren einen auch total. Ich renne hier rum, weil ich mich gerade richtig safe fühle. Ich hoffe, ich bereue das gleich nicht direkt. Hallo. Geht er hier rein? Liegt hier irgendwas? Eieiei. Okay. Okay. Es ist ja doch relativ offensichtlich, wo wir lang sollen. Also richtig verlaufen haben wir uns tatsächlich noch nicht, ne? Also so richtig, richtig. So dass ich gar nicht mehr irgendwie mich zurechtgefunden habe. Bin ich eigentlich ein bisschen stolz? So. Was? Ah, da oben ist Vater Martin. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Huhu. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Alles klärchen, Bobärchen. Denn wollen wir doch mal dem Schnuggelchen hinterher. Aber unser alter Freund. Hallo. Wieso? Doch, da ist doch was. Sir. Oh, hier ist es wieder dunkel wie im Sack. Okay, das ist nur irgendein Verrückter. War so klar. Es war so scheißklar, dass... Ach, Mann. Ein Kopf drin? Oh, was zu lesen. Puh, ich finde es immer... Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich hier alles vorlese, ne? Aber für mich ist das immer so ein kleiner Moment, um runterzukommen, weil ich weiß, solange ich was lese, kann mir nichts passieren. Und ich bin immer richtig enttäuscht, wenn hier nur so ein Satz steht oder ganz, ganz wenig halt einfach steht. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay. Das war klar. Ich habe immer Angst, wenn ich so eine Tür an trigger, dass dann... Nein! Oh, ich habe eine Batterie verschwendet. Speichert.
ist nichts drin. Was ist das für ein blöder Raum, ey? Wo ist denn der Typ schon wieder hin? Ich gucke alle Ecken ab, weil ich hoffe, Batterien zu finden. Oh nein! Bestimmt liegt irgendwann mal so eine Batterie im Klo drin. Du hast mit uns gesprochen, oder? Was ist denn mit dir los? Wo ist denn der Dicke hin? Okay, das funktioniert. Oh. Okay. Oh Gott, was erwartet uns jetzt? Er speichert zum Glück recht oft, ne? Ja gut, die gehen meistens nicht auf. Hier auch nicht, ne? Was war das? Für diese Tür ist ein Schlüssel. Okay, die geht also noch auf. Hier können wir auch nichts machen. Na, dann bleibt uns ja nur noch eine Möglichkeit. Kannst du nicht einmal die Tür hinter dir aufmachen? Wer hat denn jetzt seine Gehhilfe hier geparkt? Leute. Wirklich. Es ist schon viel zu lange, viel zu ruhig. Es ist viel zu lange, viel zu ruhig gewesen hier. Es kann nicht sein. Was kommt jetzt? Ich habe da echt Angst vor. Was muss ich hier machen? Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Da ist der Schlüssel, okay. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen, drin. Und den kannst du natürlich nicht durch das Gitter fischen, weil der Schlüssel einfach 5 Kilogramm dick ist. Oh, speichert. Ja, geil. Ich weiß schon, ich verstehe schon. Ist ja alles abgebrannt, so halb. Oh, ich muss nachladen. Und dann kommen wir da hoch. Ne? Ist ja ganz klar. Wo sind wir denn hier? Aber jetzt gerade versorgen sie uns aber ordentlich mit Batterien, ne? Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, was ich sammeln muss für diesen. Für diesen komischen Wäscheschacht. Ich hab's schon wieder vollkommen vergessen. Bricht hier jetzt einer... Ach, hier hängt eine Sicherung. Ah, okay. Wir haben eine Sicherung von 3. Ah, Halleluja. Oh, hi. Wer bist denn du? Vor dem renne ich mal lieber schnell weg. In der Hoffnung, dass er mir dann jetzt nicht hier begegnet. Machen wir jetzt mal hier ganz fick. Bin ich jetzt... Ich habe die Orientierung verloren. Wo bin ich denn jetzt? Ist das hier richtig? Du bist wahrscheinlich nicht nett zu mir, ne? Du tust mir weh? Batterie? Ich weiß es nicht. Was machst du? Bist du gemein? Okay. Ich glaube, du bist nicht lieb. Hier war noch so ein anderer Weg. Moment, wo ist denn jetzt der Dude hin, der uns verfolgt? Hä? Ich habe vollkommen die Orientierung verloren, ne? Es ist ja unglaublich.
Aber hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Hier kann ich auch zumachen, wenn ich das will. Das Problem ist, ich muss ja auch wieder aufmachen. Hier ist doch... Ist hier nicht die letzte Sicherung? Also mit Batterien sind wir gut versorgt, ne? Da kann man nichts meckern. Liegt die nicht? Ja, doch, da, hier. Ich muss nur irgendwie... Wo ist denn... Da hinten ist er doch. Läuft der an mir vorbei? Wenn ich das... Hallo! Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Okay. Ist auf jeden Fall hier lang. Hi. Ah ja, super. Er hat uns natürlich entdeckt. Ich habe hier keinen Punkt, wo ich safe bin, oder? Hier geht's nicht lang. Ah! Mach mal auf! Ah, la la la! Ja, mha! Okay, hat gespeichert. Hallo, hilfst du uns vielleicht? Ja, hier. Hä? Habe ich jetzt diesen Kackschlüssel? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Nee, hier nicht. Da. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt den Schlüssel. Ich habe nicht den Schlüssel. Muss ich jetzt runter? Ich muss runter, oder? Da, ich habe doch irgendwas nach unten. Oh, au. Oh, lala. Hä? Nicht so gut? Habe ich den... Habe ich... Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich in den Keller? Ist das richtig? Verstehe ich nicht. Hi. Ich glaube nicht, dass ich hierher musste. Hä? Okay, ich bin super verwirrt. Super verwirrt. Aber richtig super. So, wir haben was gefunden zum Lesen. Hä? Projekt Paperclip, Joint Intelligence Objectives Agency. Joa. Okay. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Veränderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Und jetzt? Wo ist denn dieser Wäscheschacht hingekommen? Hey, eine Batterie. Jetzt gerade finden wir echt viele. Das beunruhigt mich tatsächlich doch sehr. Kann mir mal bitte jemand erklären, wo ich jetzt hin muss? Oh, hi. Ne, Moment mal. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ah! Hi. Okay, ich habe den Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt wieder ins Treppenhaus? Ist das hier gewesen? Hi. Ja, nee. Lass du mich mal in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt!